ich sehe schon den Josef Rohrecker vor mir und mit diesen Stöpseln kann ich dich auch hören. Josef, herzlich willkommen. Mario, danke. Vielen Dank, dass du trotzdem da bist. Die gesundheitliche Situation lässt nicht zu, dass du fort bist, aber du hast gesagt, du lässt es dir nicht nehmen, auch beim dritten Wissensforum dabei zu sein und auch da deinen Input zu liefern. Vielen Dank dafür. So ist es. Zwei Worte noch von mir und dann kriegst du schon die ganze Bühne, die ganze digitale Bühne in diesem Jahr. Vor 2 Jahren haben wir dich kennengelernt als Meteorologe, letztes Jahr als Innovationsguru und ich bin unglaublich gespannt, in welcher Rolle wir dich heute kennenlernen. Der Titel deines Vortrages, ich sehe ihn schon vor mir, warum die Welt keine Rettung braucht. Josef, ich bin sowas von gespannt und freue mich total auf deinen Input. Bitte leg los. Danke, Mario, auch für diese Vorschusslorbeeren. Ich bin ja schon wieder begeistert, wie auch bei dem dritten Wissensforum die Staffelübergabe erfolgt. Es sind schon so viele Themen, die ich eins zu eins aufgreifen darf. Und tatsächlich, ich habe mir auch die Frage gestellt, Nachhaltigkeit, erstens ein sehr viel verwendeter Begriff, vielleicht sogar überverwendeter Begriff, ich weiß es nicht. Und was ist mein Beitrag? Ja, Mario, genau die Frage habe ich nicht gestellt. Und ich habe erkannt in der Vorbereitung, eigentlich ist genau Meteorologie und Innovation ein guter Startpunkt, um über Nachhaltigkeit nachdenken zu können. Und meine Erkenntnis war eigentlich, die Welt braucht keine Rettung. Wir denken bei Nachhaltigkeit immer sehr rasch an irgendetwas Gutes. Also Gutes zu tun zum Beispiel, es ist ein sozialer Beitrag, es ist ein sozialer Aspekt, wir wollen die Welt retten. All das sind Gedanken, die man hat bei dem Thema Nachhaltigkeit. Und wollen wir uns einfach mal anschauen, was hat es mit der Nachhaltigkeit auf sich? Und ist das wirklich so nur so ein soziales, nettes Ding oder geht es da mehr? Und ich habe mir versucht, mich von der wirtschaftlichen Seite zu nähern und habe mir angeschaut, wie entwickeln sich denn die Investments in Nachhaltigkeit? Und habe dann diese Grafik da gefunden, die vergleichen die Jahre 2012 und 2018. Und es zeigt sich, dass bei den betrachteten Ländern im Jahr 2012 13 Billionen US-Dollar in nachhaltige Investments flossen. Keine 6 Jahre später waren es 30 Billionen US-Dollar, die in nachhaltige Investments geflossen sind. Das Bemerkenswerte ist, Europa fällt zurück, das heißt von 8 auf 14. Amerika hat seinen Anteil fast vervierfacht und Japan hat den Anteil an nachhaltigen Investments verzweihundertfacht. Also insofern ganz ersichtlich, das ist nicht nur ein Gutmenschentum, die Nachhaltigkeit, sondern das ist eiskaltes Business. Und wenn wir dann näher zu uns schauen nach Deutschland, dann sieht man, dass sich zum Beispiel die Gesamtsumme der in nachhaltige Fonds investierten Euros von 2018 auf 2019 um 37% erhöht hat. Und ich darf da jetzt etwas aufgreifen, was ich da generell von der Entwicklung her, das sind ja fast die exponentiellen Kurven, die wir jetzt in der Vergangenheit so oft gesehen haben. Und ich darf eigentlich genau anschließen an etwas, was der Johannes Meyer gesagt hat, nämlich die Zukunft passiert nicht einfach, sondern die Zukunft wird geschaffen. Und genau das ist der Grund, warum ich auch versucht habe, mich von dieser wirtschaftlichen Seite zu nähern, weil ich einfach ergründen wollte, was sind denn die Treiber im Bereich Nachhaltigkeit und wohin geht es denn da? Und offensichtlich passiert da wahnsinnig viel. Offensichtlich wird da wahnsinnig viel investiert und damit Zukunft aktiv gestaltet. Wenn man jetzt über Nachhaltigkeit nachdenkt oder auch sich damit beschäftigt, dann kommt man relativ rasch an einen Punkt, wo man sich denkt, das ist mir eigentlich zu kompliziert. Aber eigentlich ist mir nicht nur zu kompliziert, eigentlich ist es komplex. Warum? Naja, schauen wir uns das an landwirtschaftlichen Betrieb in Österreich einmal an. Was kann der für Nachhaltigkeitsentscheidungen treffen? Er kann zum Beispiel auf Bodenbearbeitung verzichten und dafür Spritzmittel einsetzen. Ist das jetzt ökologischer? Ist das jetzt nachhaltiger? Weil er zwar den Boden nicht immer umgräbt und somit vielleicht das Bodenleben erhält, aber dafür verwendet er Spritzmittel. Ist das jetzt nachhaltiger? Ist es nachhaltiger, Äpfel aus Südafrika zu kaufen, als Äpfel, die vielleicht monatelang in gekühlten Lagern mit CO2-Begasung in Österreich gelagert wurden? Was ist jetzt nachhaltiger? Ist es nachhaltiger, wir kaufen ein biologisches Müsli mit Palmfett, biologischem Palmfett, oder wir kaufen ein konventionelles Müsli aus dem Waldviertel? Was ist nachhaltiger?
Und da kommt man relativ rasch zu der Erkenntnis, das Thema ist komplex. Es ist nicht nur kompliziert, es ist komplex. Und irgendwie muss man ja die komplexen Dinge durchsteigen. Es ist ja sonst nicht machbar, dass man damit arbeitet. Und da bin ich natürlich auf dieses Modell gestoßen, das auch heute schon zitiert wurde, auch gerade von meinem Vorredner, nämlich dieses Drei-Säulen-Modell der nachhaltigen Entwicklung. Und nachhaltige Entwicklung basiert eben genau auf diesen Säulen der Ökonomie. Nachhaltige Entwicklung muss wirtschaftlich funktionieren. Denn wenn sie nicht wirtschaftlich funktioniert, dann ist es sicher keine Entwicklung. Ja, dann ist vielleicht irgendwas Nachhaltiges, eine Initiative, ein was auch immer, aber sicher keine Entwicklung, weil es vermutlich relativ rasch wieder absterben wird. Das Zweite ist natürlich die Ökologie. Und das ist eigentlich die Säule, mit der man normalerweise die Nachhaltigkeit verbindet, ja, mit der Ökologie. Aber es ist nur eine der drei Säulen. Ökologie ist nachhaltig, muss natürlich für Ökosysteme, für die Land- und Lebewesen und Natur unseres Planeten sinnvoll sein. Und die dritte Säule ist, es muss sozial sein. Und da sind wir wieder beim Komplexen drinnen. Ist es vielleicht richtiger, Palmfett zu essen, weil dadurch Menschen in Indonesien eine Arbeit haben und nicht verhungern, obwohl der Regenwald abgeholzt wird, die Orangutans sterben, CO2 freigesetzt wird und alle möglichen Rückhaltemechanismen, die der Regenwald für uns als Aufgabe übernimmt, damit zerstört werden. Und nur wenn diese drei Dimensionen in Einklang gebracht werden, dann ist eine nachhaltige Entwicklung möglich. Und der limitierende Faktor in dieser nachhaltigen Entwicklung sind natürlich die natürlichen Ressourcen. Das ist ganz klar. Denn alles, was irgendwie ausgeht auf diesem Planeten, das habe ich nachher nicht mehr, um ökonomisch, ökologisch oder sozial damit arbeiten zu können. Und irgendwie ist die Landwirtschaft ganz besonders ins Schlaglicht der Nachhaltigkeit gerückt. Landwirte werden zum Teil als Opfer, zum Teil sieht man sie als Täter, zum Teil sieht man sie als Profiteure von dieser ganzen Entwicklung. Und natürlich ist es nachvollziehbar, dass man sich in der Landwirtschaft da irgendwie sehr bedroht fühlt, zum Teil zum Thema Nachhaltigkeit. Wenn man landwirtschaftliche Foren liest auf diversen einschlägigen Medien, dann kriegt man oft die Meinung, dass die Landwirte tatsächlich sehr, sehr aktiv gegen nachhaltige oder gegen grüne Bestrebungen vorgehen und hinter jeder Aussage einen Angriff auf Leib und Leben vermuten. Und ich habe mir gedacht, warum ist das so? Warum gibt es da so viel Angst? Warum gibt es da so viel Angst, sich diesem Thema irgendwie zu öffnen? Und in der Überlegung ist es mir dann schon klar geworden, nämlich, man muss sich die Landwirtschaft einmal anschauen. Und aus meiner Sicht ist die Landwirtschaft in der Krise. In vielen Bereichen. Und nur ein Bereich dieser Krise ist eine wirtschaftliche Krise. Und ich möchte jetzt gar nicht im Detail auf Einkommen und Stundenlöhne und sonst was eingehen oder Wochenarbeitszeit. Ihr kennt diese Zahl vermutlich, sie sind dramatisch niedrig oder hoch, je nachdem. Wochenarbeitszeit hoch, Stundenlohn niedrig. Vielleicht nur eine Grafik, die diese wirtschaftliche Krise durchaus widerspiegelt. Hier am Beispiel Österreich waren es 1951 noch über 430.000 Betriebe. So stehen wir jetzt aktuell bei circa 160.000 Betrieben. Und die Gründe, warum diese Betriebe aufhören, sind natürlich in der Regel wirtschaftlicher Natur. Denn wenn ich mit einem Betrieb nicht gesund wirtschaften kann, überleben kann und auch so viel verdienen kann, dass es sinnvoll und darstellbar ist, den zu bewirtschaften, dann werde ich ihn aufgeben. Und das Zweite, was man daraus sieht, ist, dass die einzige Idee bis jetzt dieser wirtschaftlichen Krise zu begegnen, es war, die Landwirtschaft zu intensivieren auf Kosten von anderen Betrieben. Das ist da die Ableitung daraus. Ja. Ein Betrieb frisst die fünf Betriebe in seiner Umgebung, damit er irgendwie wirtschaftlich wieder darstellbare Ergebnisse liefert. Das heißt, das ist sicher mal eine der bedeutendsten Krisen und eine der Krisen, die in der Landwirtschaft sehr, sehr bewusst sind. Die zweite Krise, die ich aus meiner Sicht leicht identifizieren kann, ist eine veritable Umweltkrise, der wir uns gegenüber sehen. Ich nähere mich dieser Umweltkrise aus dem Gesichtspunkt eines Meteorologen vorweg und ich betrachte mal den Klimawandel. Diese Grafik, und es werden nicht viele Grafiken sein, zeigt den Jahresdurchschnittstemperatur seit 1770 circa. Und die Abweichung der Jahresdurchschnittstemperatur vom Mittelwert 1961 bis 1990.
Und was man da sieht, und ich darf meinen Pointer da einschalten, ist, dass diese Abweichung immer so um den Mittelwert schwankt. Ja, schon seit 200 Jahren schwankt es um den Mittelwert. Man sieht dann einmal kältere Periode in den 1880er Jahren, dann eine wärmere Periode in den 1940er Jahren. Und seit 1990 gibt es kein Jahr mehr, das kühler war als der langjährige Durchschnitt 1961 bis 1990. Das ist Faktum. Das ist nicht Projektion in die Zukunft. Das ist gemessenes Faktum. Das ist überall auf der Welt sichtbar und jeder Landwirt, der sich intensiv mit der Natur beschäftigt, was man unzweifelhaft machen muss, wird sich erinnern an die Dürresommer der jüngeren Vergangenheit, wird vielleicht selber schon in der Lage gewesen sein, seinen Brunnen tiefer bohren zu müssen, weil er seine Tiere nicht mehr versorgen konnte, wird erkannt haben, dass Bewässerungssysteme nicht mehr ausreichen und ausgebaut werden müssen. Das heißt, diese Veränderungen sind schon längst dramatisch sichtbar und der Hauptgrund dahinter ist die Veränderung des CO2-Haushaltes der Atmosphäre. CO2 bewirkt, dass mehr Energie auf der Erde herunterbleibt, als ins Weltall wieder abgestrahlt wird, weil die Atmosphäre quasi wie eine Decke wirkt. Und wenn wir jetzt auf den Weltenergieverbrauch schauen, der Weltenergieverbrauch umgerechnet in Terawattstunden, dann sieht man, wir brauchen uns um die absoluten Zahlen nicht kümmern, nur die Farben Kohle, Öl und Gas, Grau, Blau und Magenta, sind die Hauptenergieträger. Über 90% aller Energie entstammt von Kohle, Öl oder Gas. Und das Problem dieser zwei Energieträger ist, sie sind historisches CO2. Das heißt, jede Art von Energieverbrauch, sei es der Joghurtbecher, der Strom, der Diesel, auch abgeleitet, Raumwärme, egal was, jede Art von Energieverbrauch, die aus diesen drei Energieträgern kommt, setzt historisches CO2 frei, das eigentlich lang gebunkert war in der Erdkruste, und befeuert damit den vom Menschen gemachten Klimawandel. Und das Problem bei dieser Geschichte, und damit landen wir wieder bei der Nachhaltigkeit, die Freisetzung dieses historischen CO2 ist nicht rückgängig zu machen. Es gibt keinen kurzfristigen Prozess in der Natur, der CO2 wieder bindet. In Jahrmillionen werden vielleicht die Bäume, die jetzt absterben, wieder zu Erdöl. Aber so lange kann man nicht warten, das wird sich nicht ausgehen. Das heißt, die erste These, die man hier für Nachhaltigkeit ableiten könnte, wäre es, mache nichts, was du nicht wieder rückgängig machen kannst. Und diesen Prozess hat man schon gesehen, als die Römer weite Teile ihres Landes abgeholzt haben, um Schiffsflotten zu bauen. Auf den Bewohnern der Osterinseln unterstellt man ähnliches, nicht nachhaltiges Verhalten. Und in der Forstwirtschaft ist Nachhaltigkeit seit ein paar hundert Jahren ein Begriff, nämlich man muss nachhaltig wirtschaften, um den Wald zu erhalten. Aber in vielen anderen Bereichen und leider auch in der konventionellen Landwirtschaft oder generell in der Landwirtschaft ging auch dieser Gedanke in manchen Dingen verloren. Denn wer Produkte ausbringt, die auf endlichen irdischen Ressourcen basieren, ist per Definition nicht nachhaltig. Denn wenn man es nicht mehr einfangen kann, wenn man es nicht mehr zurückbringen kann, wenn man den Phosphor nicht mehr aus dem Boden bringt, weil er weg ist und die Lagerstätten leer sind, dann war es offensichtlich nicht nachhaltig. Aber gehen wir zurück zum Klimawandel und schauen, was die politische Implikation ist. Was wir hier sehen, ist die braune Linie, dass in Österreich am Beispiel 80 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ausgestoßen werden. Und das sind ca. 10 Tonnen pro Jahr und pro Kopf. Und die Ziele, die sich die EU vorgegeben hat, sind eine Reduktion bis 2030 um 36%. Das ist gewaltig. Und wenn man sich im Innovationsbereich mit der oberösterreichischen Industrie auseinandersetzt, dann sieht man, dass viele große Industrieunternehmen und vor allem auch internationale Konzerne, wenn man über die Grenzen blickt, sich intensiv mit dem Thema CO2-Reduktion beschäftigen und damit mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil sie wissen, dass da Strafzahlungen auf uns zukommen werden. Ein zweiter Aspekt, und die Aspekte sind vielfältig im Bereich der Umweltkrise, ist das Sterben der Insekten, Biodiversitätsverlust. Wir haben in Metastudien, die zeigen, über 166 Studien wurden hier untersucht, die zeigen, dass die Masse an landlebenden Insekten in den letzten 25 Jahren oder in den letzten 30 Jahren um 25% abgenommen hat. Und regional ist das noch einmal viel ärger. Es gibt Studien aus Österreich und Deutschland, die regional zeigen, dass in den letzten 25 Jahren die Masse an landlebenden Insekten um 75% zurückgegangen ist.
Man kann das dann runterbrechen auf einzelne Insektenarten und man sieht, 68% der Köcherfliegenarten sind vom Aussterben bedroht oder sind rückläufig, so muss man sagen. 53% der Schmetterlingsarten sind rückläufig. Insgesamt bei den Insekten 41% aller Insektenarten sind im Bestand rückläufig. Auch hier wieder die Frage, wie nachhaltig ist diese Situation? Und die dritte Krise, die mir eindrücklich bewusst geworden ist, ist, die Landwirtschaft befindet sich aus meiner Sicht in einer sozialen Krise. Denn wenn man schaut, wie ist denn die Motivation in der Landwirtschaft, so sieht man, in Deutschland gibt es Studien, jeder fünfte Landwirt muss seinen Beruf aufgrund von psychischen Erkrankungen an den Nagel hängen. In Frankreich kennen wir die Zahlen, jeden zweiten Tag begeht ein französischer Landwirt Selbstmord. In der Schweiz gibt es Studien, dass ein Schweizer Landwirt eine 37% höhere Suizidwahrscheinlichkeit hat als ein Mann gleichen Alters, der auch am Land lebt. Also hier sind diese Dinge schon bereinigt. Das sind dramatische Entwicklungen. Und ich habe mich gefragt, wieso ist diese soziale Krise so virulent? Warum sehen wir so viele Betriebe, die zerbrechen, auch an psychischen Problemen oder einfach an schlichter Überforderung? Und ein Thema, das ich glaube, dass hier ein kleines Lösungsteil sein könnte, ist die Frage, wie sind denn Landwirte intrinsisch motiviert? Denn intrinsische Motivation, das weiß man, ist ein guter Schutz für Burnout und alle anderen Dinge an psychischen Erkrankungen. Und es gibt aus der Forschung heraus drei Elemente, die dazu führen, dass Menschen an ihrem Arbeitsplatz intrinsisch motiviert sind. Das erste ist Autonomie. Menschen, die in ihrer Arbeit Autonomie erleben, sind wesentlich intrinsisch motivierter als andere. Das heißt, ich kann mir selber aussuchen, wie ich die Arbeit erledige, im Idealfall sogar, was ich mache, aber auf jeden Fall das Wie kann ich mir selber aussuchen. Hier muss man fairerweise sagen, auch in der Landwirtschaft ist dieser Bereich immer kleiner geworden. Wiewohl Landwirte noch sehr autonom agieren können, sind die Auflagen und Regulierungen überbordend. Ein zweiter Bereich ist das Thema Meisterschaft. Im Englischen ist es der Begriff Mastery. Das heißt, die Frage, kann ich in meinem Jobprofil besser werden? Kann ich neue Skills, neue Fähigkeiten erarbeiten? Auch da sieht man in der Landwirtschaft die vielleicht schon Übernahme von solchen Tätigkeiten durch Technologie, durch künstliche Intelligenz, durch Robotik, durch Maschinensteuerungen, was auch immer, reduziert eigentlich diese Möglichkeit, wahre Meisterschaft im Beruf zu finden. Und das dritte und aus meiner Sicht ein ganz bedeutender Punkt, den auch mein lieber Vorredner schon angesprochen hat, ist das Thema Sinn. Die Landwirte sehen sich einer gesellschaftlichen Situation ausgesetzt, in der sie oft als Täter gebrandmarkt werden. Und die Frage nach dem Sinn ist, wenn Arbeitskräfte, wenn Mitarbeiter sehen, dass sie einen Beitrag zu einem großen Ganzen, vielleicht sogar einen gesellschaftlichen Beitrag leisten mit ihrer Arbeit, das Ganze machen können im Umfeld, wo sie lernen und sich verbessern können und wo sie autonom agieren können, dann sind diese Menschen intrinsisch motiviert. Motivation über Geld oder Strafe funktioniert nicht. Das hat die Psychologie bewiesen. Und auch hier sieht man wieder, die Landwirtschaft ist in allen drei Bereichen angeschlagen oder in der Krise. Und jetzt muss man die Frage stellen, was ist denn jetzt die Zukunft der Landwirtschaft? Wie schaut es denn jetzt aus? Irgendwie kann man ja nicht nur jammern über den Ist-Zustand oder über die schwere Krise. Ich muss ja irgendwie auch schauen, wie kommt man denn zu einer Zukunft der Landwirtschaft? Und ich habe das Bild von eingangs genommen mit den drei Säulen und habe mir gedacht, die nachhaltige Entwicklung ist die Antwort auf die Zukunft der Landwirtschaft. Denn nachhaltige Entwicklung schafft wirtschaftlichen Erfolg. Die Beispiele sind unendlich. Ich habe versucht, welche einzubauen, aber die Zeit lässt nicht zu. Beispiele aus regenerativen Landwirtschaftsformen, aus Betrieben, die genau diese Nachhaltigkeit leben und wirtschaftlich sehr erfolgreich sind. Die zweite Säule oder das zweite Ergebnis einer nachhaltigen Entwicklung ist ökologischer Reichtum. Nachhaltige Entwicklung schafft ökologischen Reichtum. Und Diversität schafft Resilienz. Resilienz im Umgang mit Naturgefahren, mit Klimakatastrophen, mit Schädlingen und. Und das dritte ist natürlich die soziale Gesundheit. Eine nachhaltige Entwicklung gibt unserer Arbeit als Landwirt Sinn, denn wir leisten darin definitiv einen Beitrag für die Gesellschaft, fürs große Ganze. Und bekommen den dann auch in Form von Wertschätzung aus der Gesellschaft wieder zurück. Und in diesem Sinn darf ich abschließen mit der ganz einfachen Erkenntnis, Nachhaltigkeit ist Zukunft. Nachhaltigkeit ist definitiv
kein Konzept zur Rettung des Planeten. Es ist ein Konzept zur Rettung der Landwirtschaft und damit zur Rettung der Menschheit. Dankeschön. Lieber Josef, ich hoffe, du hörst mich. Ruhig. Aber ich hier am nicht mehr. Ja. Kannst du mich hören? Ich stecke wieder anderen her, Idee. Wieder, mir ist gerade das Gerät auf den Boden gefallen, aber es okay. Funktioniert wieder. Vielen Danke. Dank für den sehr spannenden Vortrag und deine sehr spannenden Gedanken. Ich habe tatsächlich wieder eine neue Seite an dir kennengelernt. Die nachhaltige Seite. Sehr gut. siehst du mich auch? Ich sehe dich, ja. Ja, ist ja hervorragend, was Technisches möglich ist. Danke an die Technik, unglaublich. Josef, wir sind ja die beiden, die dieses heute schon angesprochene Innovationsprogramm begleiten werden. So ist es. Wie spannen wir jetzt diesen Bogen von diesen Nachhaltigkeitsaspekten rein in das Programm zu den Bäuerinnen und Bauern, die wir dort begleiten werden? Ein, zwei Plätze sind noch frei, die Werbung haben wir heute schon öfters gemacht, gerne noch einmal an dieser Stelle. Wie spannen wir den Bogen und wie kriegen wir das dort auch wirklich gut herabgebrochen? Welche Schritte sind da notwendig aus deiner Sicht? Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit als Treiber für neue Geschäftsmodelle gar nicht überbewertet werden kann und dass man auf jeden Fall jedes Geschäftsmodell, egal ob es als Idee schon vorhanden ist, dass die Teilnehmer das schon reinbringen oder dass es in den Workshops entsteht, auf diesen Aspekt der Nachhaltigkeit abklopfen wird müssen. Und ich glaube auch, dass die anderen Aspekte wie das Thema Sinn oder Autonomie und so weiter auch da eine Rolle spielen können. Aber wenn ich mir die Investments und auch die Aktivitäten der Start-up-Szene, also fernab der Landwirtschaft, die ganze Start-up-Szene anschaue, dann kommt man eigentlich um Nachhaltigkeit nicht herum. Also zumindest sollte bei den Geschäftsmodellen und Ideen ein Nachhaltigkeitsaspekt dabei sein. Und wie müssen wir die Leute dann anleiten aus deiner Sicht? Wie führen wir sie hin? Also ich habe schon eine erste Idee, zumindest für den wirtschaftlichen Bereich sehr stark. Da bin ich jetzt ganz ehrlich an dieser Stelle. Aber du hast ja gesagt, es braucht alle drei Säulen. Was ist notwendig auch bei den anderen Säulen gerade? Ich glaube, dass in manchen Bereichen, das hängt natürlich immer davon ab, auch ein gewisser Grad an Sensibilisierung notwendig sein wird. Das Bewusstsein ist nicht immer so da, auch das Bewusstsein für die Dringlichkeit nicht. Schon angesprochen, die oberösterreichischen Industrieunternehmen in Bezug auf CO2-Reduktion. Nicht jedes Unternehmen hat das so stark am Radar. Es ist aber ein gewaltiges Thema und je mehr Geld Konzerne in so ein Thema investieren, desto mehr sieht man, wie dringlich das eigentlich ist. Und das andere ist natürlich trotzdem, ich muss persönlich anknüpfbar sein. Das haben wir wieder beim Thema Sinn und sinnstiftende Tätigkeit. Wenn Nachhaltigkeit für mich kein Konzept ist, mit dem ich was anfangen kann, dann wäre ich vermutlich auch schlecht beraten, es in mein Geschäftsmodell zu integrieren. Hier sind wir wieder, was die Vorredner auch schon gesagt haben, beim authentischen Handeln, bei der persönlichen Geschichte. Nur es als Schlagwort oder Marketingbegriff zu verwenden, ist definitiv der falsche Weg. Mhm. Es sind Kommentare reingekommen, die ich kurz gerne dazu hole an dieser Stelle. Josef Eppensteiner schickt zweimal einen Daumen hoch. Franz Innerhuber schreibt toll und klar. Also großes Lob auch an dieser Stelle. Volker Dobringer, einer der oberösterreichischen, in offizieller Mission der oberösterreichischen Breitband-Vorantreiber vom Breitbandbüro schreibt, Energieverbrauch ist ein Riesenthema. Energieeffizienz ist sicherlich ein Gebot der Stunde. Noch größere Probleme bringt aber wohl Peak Phosphor. Phosphor ist ein Mineral, das nicht aus Sonnenenergie gewonnen werden kann. Genau, also zu Peak Phosphor gibt es Riesendiskussionen, wie tragisch das jetzt wirklich ist. Man kann natürlich nur Hochrechnungen machen und wie immer bei Ressourcen ist es eine Frage des Preises. Ja? Also Erdöl wird auch nicht so schnell ausgehen, nur die Frage irgendwann, wenn die Tonne Erdöl 1000 Euro kostet, dann wird sie sich nicht mehr auszahlen. Und ähnliches sehen wir bei Phosphor. Es gibt natürlich Lagerstätten, wo man mit viel Geld noch Phosphor fördern kann, aber jeder Landwirt, der im Jahr 2050 nicht mehr auf Phosphor angewiesen ist, ist einer, der wirtschaftlich erfolgreich sein wird. Denn irgendwann werden auch diese Düngemittel oder andere Wirtschaftsmittel, die ich brauche, die einfach endliche Ressourcen sind, irgendwann werden sie ausgehen. Mhm. Thomas Reisecker hat noch begonnen, einen Kommentar zu schicken. Er ist bei mir nicht ganz vollständig angekommen. Also Thomas, wenn du noch da bist, bitte noch einmal eingeben, damit ich die volle Frage bei mir habe. Josef, kurzer Sidestep, bei dir liest man links unten ganz klein Zukunft.farm. Was hat es denn damit auf sich? Also wir haben schon gehört, Meteorologe, Innovationsmanager. Wie schließt sich der Kreis zu Zukunft.farm? Ja, im Prinzip
meine große Begeisterung für die Landwirtschaft. Und ich habe erkannt, dass sowohl das Wetter und das Klima als auch Innovation für die Landwirtschaft sinnvoll zu nutzen sind. Und mit Zukunft.farm möchte ich einen kleinen Beitrag leisten im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten, dass es eine bäuerliche Landwirtschaft in Österreich weiterhin geben wird. Das ist mir ein riesiges Anliegen, das ist meine Vision, dass es eine wirtschaftlich unabhängige und selbstbestimmte bäuerliche Landwirtschaft in Österreich gibt. Und mit diesen Aktivitäten, sei es das Wetter, Klima, Innovation, leiste ich und möchte ich einen Beitrag leisten. Da war er jetzt sehr bescheiden, der Josef Roeg, aber ich finde, er leistet einen großen Beitrag, sehr wertvoll bei uns auf der Bühne, bei vielen anderen Vorträgen. Vielen Dank, Josef, dafür. Der komplette Kommentar oder die Frage von Thomas Reisecker ist angekommen. Was wären konkret die nächsten Schritte für die Landwirtschaft, um bei diesem Riesenthema Nachhaltigkeit voranzukommen? Also er fragt nach den konkret ersten bzw. nächsten Schritten. Ich glaube, es gibt einmal, wenn man jetzt individuell spricht, je Betrieb, gilt es einfach einmal zu identifizieren, wo sind denn Hebel auf meinem Betrieb. Ja, wir haben schon gehört, das Energiethema natürlich, aber das ist immer die eine Seite. Also sprich, ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, einen positiven Beitrag zu leisten. Da geht es jetzt um Humusaufbau. Es gibt natürlich die aus Amerika das Phänomen des Carbon Farmings, wo einfach versucht wird, CO2 aus der Atmosphäre wieder nachhaltig oder langfristig im Boden zu binden und diese gesellschaftliche Dienstleistung auch in Form von CO2-Zertifikaten zu monetarisieren. Also das ist in Amerika ein sehr großer Trend. Da gibt es dann Begriffe wie regenerative Landwirtschaft, die das eigentlich sehr umfassend beschreibt mit verschiedensten Subgruppen. Ich glaube, so pauschal kann man es nicht sagen. Ich glaube, es geht einmal, man muss eintauchen in das Thema. Es gibt unglaublich viele Quellen im Internet, und es gibt diese zwei Richtungen. Das eine ist ökologischer Fußabdruck reduzieren und das andere ist wirklich einen positiven Impact zu leisten, einen positiven Beitrag zu leisten. Und kleine Schritte, ich liebe die Frage nach kleinen Schritten, weil ich sie selber so gerne stelle. Ein kleiner Schritt ist es sicher, einfach mal reinzuschauen ins Internet, was gibt es denn zu dem Thema, zum Beispiel regenerative Landwirtschaft. Ist es dann eher vielleicht sogar bei der Frage auf der anderen Seite, dass es so viele Möglichkeiten gibt oder sehr viele Möglichkeiten gibt, ja, oder zu viele, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, aufgrund der Fülle, ist es da schon wieder eher das Problem der Überforderung sogar? Weil wenn ich jetzt wüsste, es gibt nur das und wir müssen das tun, dann ist es klar, entweder ich tue es oder ich tue es nicht. Aber jetzt habe ich viele Möglichkeiten, muss mich informieren, ja, und habe die, so wie es fast im Supermarkt ist, wir waren ja heute schon sehr intensiv auch im Supermarkt, in den Regalen unterwegs, was es da nicht alles gibt, ich muss schon wieder auswählen und entscheiden. Ja, das ist definitiv ein Thema. Ja. Also die Fülle ist unendlich. Das Patentrezept fehlt. Haben übrigens komplexe Probleme immer in sich, dass sie kein Patentrezept haben, weil sie ja komplex sind. Das heißt, ich kann nur in dieser, und auch da ist vielleicht wieder ein Passwort, aber ich kann nur in einer agilen Vorgangsweise bleiben. Und eine agile Vorgangsweise sagt, ich mache einen ersten kleinen Schritt, evaluiere den, schau, wie hat er funktioniert oder hat er nicht funktioniert und mache dann einen nächsten Schritt. Also das Denken in kleinen Schritten. Und so muss man es da auch machen. Man fährt einfach zur Ökoregion Keindorf, ich sage jetzt irgendwas, man fährt irgendwo hin, man fragt einen Betrieb, der schon irgendwas macht in diese Richtung und versucht selber zu schauen, wie ist das für meinen Betrieb adaptierbar und kann ich ein kleines Experiment starten, um iterativ in kleinen Schritten, in kleinen Zyklen da weiterzukommen. Hervorragend. Josef, vielen Dank für deine nehmbaren und ganz konkreten Ansätze, wie man da anfangen kann. Vielen Dank, dass es möglich war, dass du es noch möglich gemacht hast, dass du trotzdem auf diese Art und Weise heute bei uns warst. Ja, gerne. Sehr wertvoll. Wenn du mich siehst, siehst du auch das, was da neben mir steht. Weil ja. Dieses eingepackte Etwas. Das kriegen alle, die bei uns heute auf der Bühne sind. Du bist jetzt digital da. Ich weiß noch nicht wie, aber der Edlinger Franz wird dir das auf irgendeine Art und Weise zustellen. Du kriegst, so wie alle anderen, vom Biohof Schickmeier Hanfesser Schokoladecreme, dann Hanföl und du kriegst von A2 Milch einen Käse. Vielen Dank an dich, aber auch an alle anderen, die heute bei uns sind. Damit wollen wir uns bei euch bedanken. Dankeschön. Schönen Tag. Alles Gute, Josef. Alles Gute. Tschüss. So, dann gebe ich diese Ohrstöpseln an dieser Stelle wieder raus. Dann höre ich mich selber und die Umgebung besser. Das war der erste Block am Nachmittag. Wieder drei große Inputs zum Thema Sales, zum Thema Verkauf. Dann das Beispiel vom Andreas, wie es ihm selber gegangen ist, am Weg von Dienstverhältnis rein in die Selbstständigkeit, rein
über die Rekultivierung des Angebotes, das schon da war, das in ein Angebot zu verpacken und zu verkaufen. Auch in der Corona-Situation ein sehr eindringlicher Praxisbericht von ihm. Sehr spannend. Und jetzt Josef Rohecker zum Thema Rettung und alles, was da rund um die Welt so umher sich dreht. Vielen Dank, Josef, noch einmal an deine Stelle. Wir machen jetzt noch einmal eine Pause, bevor es dann am Nachmittag reingeht in ganz, ganz viele Nachhaltigkeitstalks mit Bäuerinnen und Bauern, wo wir fragen werden, wie geht's Ihnen, was ist Ihr Ansatz, wo beginnen Sie, wo fangen Sie als erstes an. Da möchte ich auch diese Kraft, die Frau Präsidentin am Vormittag eingebracht hat, auch noch einmal hervorholen. Und zwar hat die Alice Wimmer am Vormittag gepostet, diese Schöpfungsverantwortung ist eine starke Ansage. Das habe ich nicht vergessen, liebe Alice, vom Vormittag. Aber ich habe mir dieses Posting und diesen Kommentar für jetzt am Nachmittag aufbehalten und möchte es gern in die Talks jetzt am Nachmittag einbringen. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei den Sponsoren bedanken, die uns diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Es war auch schon in der Vergangenheit so, dass wir immer Unterstützung von Sponsoren hatten. Heuer war es natürlich auch für die Sponsoren eine neue Situation. Wir haben gesagt, Leute, es gibt keine 100 Leute, die irgendwo in einem Raum sitzen werden und da sein werden und dem Tag hier vor Ort folgen werden, sondern wir werden das live machen, seid ihr trotzdem mit dabei. Und sie sind mit dabei und das ist sehr wertvoll, weil ohne euch könnten wir die Veranstaltung so nicht durchführen. Und ich möchte Sie an dieser Stelle auch noch einmal ins Boot holen und wir werden Sie auch bildlich jetzt einmal noch einmal ins Boot holen, die Sponsoren. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Krone. The Power of Green ist ja der Slogan von Krone. Da bedanken wir uns ganz herzlich, ist einer von beiden Hauptsponsoren. Der zweite Hauptsponsor ist die Technikbörse. Technikbörse.at, das Online-Portal für die Landtechnik. Und wir haben ja schon gesehen, dass die Marketingverantwortliche, und ich habe mit ihr telefoniert auch im Vorfeld, die Sissi Glieder auch da ist und schon fleißig mitkommentiert hat. Vielen Dank auch an euch für die Unterstützung, Technikbörse.at. Dann nächste Kategorie und Sponsoren, die Raiffeisenbankregion Kirchdorf an der Krems und Samo Maschinenbau GmbH. Raiffeisenbank, da sehe ich ja fast drüber vom Gebäude her. Wir sind heute hier in der WKU Kirchdorf untergebracht, also direkt unsere Nachbarn hier. Raiffeisenbank Region Kirchdorf, großes Danke, ihr seid auch schon mehrere Jahre dabei und unterstützt uns immer. Und vielen Dank an die Samo Maschinenbau GmbH. Euch sehe ich leider nicht direkt vom Gebäude. Liebe Grüße über die Online-Kanäle. Dann nächste Sponsorkategorie, Premium Oil bei Agritech. Vielen Dank. Maschinenring, vielen Dank. Schauer Perfect Farming Systems, vielen Dank. In dieser Kategorie geht es weiter mit Seyal.at, auch erreichbar unter www.seyal.at. Bei uns hier vor Ort in Ried im Traunkreis. Dann die Firma Hydrag aus Neuzeug aus der Gemeinde Sierning ist heuer mit dabei. Plan B. Vielen Dank auch für eure Unterstützung. Eine Zeile habe ich noch und das ist die Zeile mit Agrarhandel Edlinger, mit Sivo.at, Sivo Energie. Dann versorgt Gottfried Rappersdorfer auch im letzten Jahr ja groß dabei mit seinem Partner als Unterstützer vom Bauernnetzwerk AT und dem Wissensforum. Und der Gerrit, der uns die technische Umsetzung heute möglich macht, gemeinsam mit seinen beiden Kollegen, alles was Technik, Licht, Ton, Streamingdienst und so weiter betrifft. Und er hat sich sogar nicht nehmen lassen, uns auch sponsoringtechnisch dort zu unterstützen. Gerrit, vielen Dank. Ihr alle macht es möglich, dass wir diese Veranstaltung so durchführen können. Und an dieser Stelle auch ins Bild gerückt. Und dann haben wir noch die Partner. Die Partner haben wir auch vorbereitet. Und da haben wir das Traunviertler Alpenvorland, Plappermaul, KeyQuest Marktforschung und ihr lasst es einfach durchlaufen. Und dann haben wir noch die Landwirtschaftskammer, ich glaube Hebisberger war ja auch heute da, die Landwirtschaftliche Fachschule Schlierbach, Direktor Faschang kommt heute noch zu uns und Zukunft Farm von Josef Rohecker, den wir gerade jetzt bei uns hier im Vortrag hatten.